Der Ueli warnt im Bundesbunker. Zunderstunden sind in Funker. Mann, die Lage ist ernst, der NSA wird immer frecher. Von heute an funken wir nur noch mit Schnur und Joghurtbecher. Z Bern, da flucht der Mauertumpf. Dumme Kühe, die wird ein Schlumpf. Verratet unser Bankgeheimnis. Und es kommt noch mehr, ich seh's. Als nächstes verzapft ihr das Geheimrezept vom Appenzeller-Käse. Der Conti und der Palmer haben eine böse Spesengrippe. Der Schneider Amann Johann ist mit Steuerdünnpfiff am Kippen. Der Hollande braucht im Liebesfieber Zäpfli zum Regieren. Im Platten schlägt der Grössenwahn aufs Hirn und auf die Nieren. Beim Putin bohren die korrupten Viren in den Poren. Und beim Obama schmoren wegen der Spionitis die Ohren. Der Petrus schickt eine Mail in die Hölle. Was stand ich da? Ich depp. Der Letzte, was zu mir raufgeschafft hat, ist der Schacher. Seh, du hast ein Auto drinnen. Sonst hätten wir noch ein Fernglas in der Tasche. Stolz kommen unsere Männer heim, wie sie die Fasnachtsplagetten zeigen wollen. Nachtaktiv sei das Motiv, weil Bratler sind wie dir auch nachtaktiv. Doch bei unseren Männern, ihr liebe Leute, merkst du daheim vom Süßen leider nichts. Es ist viel gestritten worden und diskutiert, das Ergebnis weitum kommentiert. Die Folgen werden verheerend sein, auch wir stellen uns aufs Schlimmste ein. Wie sollen wir, es ist nicht zum Lachen, ein Schwobenfass ohne Schwoben machen. Eine Fasnacht ohne Schwobenfass, was für ein Schämmer. Das ist wie die Rätspasen, ohne faule Sprüche über ihre Männer. So, ein Sportlicher, hä? So, wei. Jetzt denke ich doch, der Plattensepp, jetzt spinnt er. Jetzt macht er das Katar. Fußball-WM mitten im Winter. Er behauptet zwar, dass er sich garantiert nicht irrt, weil in der FIFA laufe, nämlich alles wie geschmiert. Schöne Blumen, hä? Etwas, was sie noch wissen sollten. Ja, die Gemeinde sucht noch Brunnengöttis und auch Brunnengotten. Ich finde die ganze Geschichte ein bisschen zum Lachen. Ich habe noch nie eine Götti gebraucht, um einen Brunnen zu machen. Die EU zeigt schon Drohgebärden. Der Burghalter wird ganz bleich. Freihandel ist eingeschränkt. Bildungsgelder gestrichen ist ein Seich. Selbst beim Bäcker stehst in der Schlange und für ein Drängen wird probiert. Seit der letzten Abstimmung sind die Schwöbli jetzt kontingentiert. Zum Schluss singen wir euch noch ein Lied von England. Und das ist jetzt ganz wichtig, das ist der sogenannte Aktivhelge. Das heisst, ihr müsst das auch noch auf der Helge schauen, wenn wir schon am Singen sind. Schon brauchst du einen Stuhl. Gut. Achtung! Namenswetten sind viel wert, wenn Kate ein Prinz gebärt.
Das Land steht still, weil jeder erst Gotti will. Wenn will das Kindli kommen? Das Königshaus wär schambar froh. One, two, three, four. One, three, four. Alle sind ganz gespannt am Warten. Mache Barbecue im Garten. Frage beim Grillieren von der Wurst. Gibt's ein herziges Meiteli? Oder gar ein strammer Burst? Oh, one, two, three, four. Oh, one, two, three, four. Im Juli kommt's denn aus. Die Kate liegt im Krankenhaus. Und sie druckt und druckt, druckt wie verrückt. Braucht's echt einen Kaiserschnitt? Wenn's Kindli hängen bleibt. One, two, three, four. One, two, three, four. Niemand hätte Zweifel dran. Man sieht ihm den Stammbaum an. Gen hat er vom Opa. Letzti hatte ich einen Tag, voll Ärger und Verdruss. Da und dort ist nicht gegangen, ich glaub, ich bin ein Nuss. Beim TCS, beim Autowaschen, nimmt's ihn nicht, also tu ihn zurück in die Tasche. Bei der Bowlingbahn möchte ich eine Kugel schieben. Nein, nicht schon wieder, hab doch Wellen üben. Beim Flipperkasten möchte ich's lassen schattern. Auch da nimmt's ihn nicht, ich muss wieder wettern. Bei der Putschautibahn hab ich's ausprobiert. Auch dort hat's das Scheibli nicht akzeptiert. Hab Wellen beim Wurlitzer Musik hören. Auch der Versuch geht voll in die Hose. Beim Einkaufswagen mag ich ein bisschen, der Keib geht nicht rein in den Schlitz. Ein Zürcher Schucker ist gigerigi, wirft das Scheibli bei einer Sexbox ein. Er ist scharf auf Nachtaktivitäten, sagt zum Kollegen, weisst, das kann ich daten. Doch schon bald fährt er an von Grine. Dort geht der Schütton auch nicht rein. Der Schürcher Schuger schnallt's nicht. Wir hätten es mit euch wetten. Das kleine, dünne, runde, mickerige Ding ist für die Fasnacht die sogenannte Plakette. Ich bin mit meinem Karren in Zürich hinten und habe es tatsächlich geschafft, einen Parkplatz zu finden. Ein Carport genug gross, wie es muss sein. Da steigt doch eine Frau in mein Auto ein. Sie fackelt nicht lang und macht sich an meine Hose und sagt, für einen Hunderter will sie mir das Auto waschen. Ich gang dann heim, es ist mir nicht geheuer. In Zürich ist Parkieren einfach zu teuer. Nach der Schule ist das auch so. Bist ein Geschickter, wirst in einer Berufslehre genommen. Bist ein Gescheiter, kannst es probieren. An der Uni geht studieren. Bist keins von beidem, musst nicht lang suchen. Dann tut dein Fernsehen grad als Bachelor buchen. Und ist auch das alles für Katz? Hat sicher im Dschungelcamp noch einen freien Platz. Vor ihrer Langlaufstunde kippt Merkel noch eine Cognac. Dann nimmt sie noch schnell ihr Handy in den Hosensack. 10 Sekunden später
Kaum ist sie vom Amtszeug geflogen, weiss der Obama, der hat dann das Chassis verbogen. Die NSA ist schnell, aber nicht korrekt. Da gibt es nichts zu rüsseln. Die Schüssel, die Merkel hat scheint nur einen Sprung in der Schüssel. Zwei, drei. Das Volk hat gesagt, lose zu, jetzt muss es lange. Ihr dürft nicht mehr Fremde reinzwängen. Wir fordern laut und dienen uns nicht genieren. Dient die Zürcher endlich auch kontingentieren. Chance, ja, das bringen wir an. Das bringen wir gut an. Zwei. So, gut. Drei. Du kannst bleiben. Du musst gehen. Und du hockst auf die Schnurren. Wir ziehen das konsequent und kompromisslos durch. Du rutschst über und du friagst die Alten. Wir wollen doch nur die Keibe Frauenquote halten. Rosa. Zwei. Z Basel wird eine Spezialeinheit von der Polizei an jedem Heimspiel eingesetzt. So gibt's keine Schlägerei. Und wenn's im Bern wieder mal vor dem Bundeshaus kracht, schicken die ihre Elitetrupps in die Strassenschlacht. Auch Genf und Lausanne sind nicht mehr ruhige Orte. Dort braucht's Kampftruppen, sonst gibt's all Tage Mord. Aber in Zürich schulen sie jahrelang nur die Besten und schicken sie in die Langstrasse die Puff testen. Ja, unsere liebe Kühe. Wir sind schon dankbar, dass du dieses Jahr noch bei uns bist. Wir müssen wissen, dass es nächstes Jahr in Zürich in der Polizeischule ist. Die Italien hat einen super Mann. Ein mega geiler Einfall gehabt. Das ist ein moderner Spruch, meine Damen und Herren. Sorry. Er hat seine Biere so cool geliftet. Nicht checkt, was Hirni rausdriftet.